Am Dienstag, den 11.01., wurde beschlossen, dass die mündliche Matura wieder verpflichtend wird. Eine absurde Entscheidung, wenn man bedenkt, dass dieser Matura-Jahrgang der ist, der mehr von der Pandemie abbekommen hat als die Matura-Jahrgänge davor. Noch dazu ist es eine Frechheit, dass wir so lange warten mussten, um herauszufinden, wie die Matura abläuft. Erleichterungen wie zum Beispiel die VWA-Deadline, um eine Woche nach hinten zu verschieben, ist einfach nur eine reine Provokation. Die Situation auf den Schulen ist generell verrückt. Es wird nicht für Sicherheit gesorgt, es und alles auf die Eigenverantwortung geschoben. Online-Unterricht ist auch keine Lösung und deshalb fordern wir mehr Lehrpersonal, mehr Räume, mehr Tests und ein vollaus finanziertes Schulsystem, anstatt ja, das Geld an irgendwelche Reichen und Großunternehmen verfüttern zu lassen. Es ist geplant, am 26.01. zu streiken, denn Briefe an das Ministerium zu schicken reicht nicht aus. Die Antwort ist also ein landesweiter Schulstreik.